Hallo, hier von den Paralympischen Winterspielen aus Sochi. Sei Herr Markus, schön, dass wir jetzt am Tag 5 zusammensitzen können. Freut mich auch, ja. Du bist ja mit dem Ziel hierher gereist, eine Medaille in der Abfahrt bzw. Super-G zu gewinnen. Du bist in zwei Disziplinen angetreten. Du hast jetzt zwei Goldmedaillen um den Hals hängen. Wie fühlt sich das für dich an? Ja, ich habe es am Anfang noch nicht ganz realisieren können. Aber mittlerweile habe ich 2 Tage gehabt, um das Ganze sacken zu lassen. Wir haben ein bisschen im Österreichhaus gefeiert mit meinen Fans und mit meinen Verwandten, die da waren. Aber es ist, der Nacken ist recht schwer, muss ich sagen, weil so eine Goldmedaille, die habe ich mitgebracht, die wiegt ja circa 1,5 Kilo, und wenn man dann 2 dann um den Hals umhängen hat, dann hat man schon 1 Kilo um den Hals. Und ja, es war nicht so. Ja, ist zwar angenehm, aber es zieht einen dann auch wieder runter. Deswegen bin ich froh, dass ich sie ab und zu ablegen kann, so zum Schlafen. Aber sonst bin ich sehr stolz auf die Goldmedaille, weil mein Ziel war, wie schon gesagt, eine Medaille, egal was für Farbe. Und dass es dann gleich 2 Medaillen werden, das ist einfach grandios. Markus, was uns jetzt interessieren würde, du bist ja als Favorit angereist in der Abfahrt und im Super-G. Wie hast du die ganze Woche verbracht? Du hast es im Training noch einmal bestätigt, bist zwar Bestzeiten gefahren. Wie bist du mit dem Druck umgegangen, mit dem Ruhetag am Freitag? Und dann, wie bist du in das Rennen gegangen und hast den Druck eigentlich standgehalten, weil deine Fans, alle die da waren und die ganz Österreich, glaube ich, hatte von dir eine Medaille erwartet. Und wie bist du mit dem umgegangen? Ja, also es ist richtig. Ich habe ja eine super Saison gehabt in den Speed Events. Ich habe auch die kleine Kristallkugel für Gesamt-Speed Event Gewinner über die Saison halt gesehen geholt. Und das natürlich hat man dann Erwartungshaltungen. Ich habe jetzt, kann ich sagen, über die Medien immer verlautbart, eine Medaille, egal was auf Farb, ist das Ziel. Ich bin aber auch selbst mit dem Ziel herkommen, ja, möglichst gut zu überzeugen. Und es war nicht einfach für mich, muss ich schon sagen, weil ich die Strecke vom letzten Jahr her kenne. Und dort habe ich mich eigentlich nicht so wohl gefühlt, auch aufgrund der beiden Sprünge, was wir drin haben. Und ich habe mich probiert, immer so einfach gut vorzubereiten und auch im Herbst dann noch ein bisschen mit den Sprüngen zu arbeiten. Und jetzt dann, fahrt man das erste Training runter und voll überrascht, dass ich so weit vorne bin. Und das zweite Training eben auch. Es ist halt dann die Frage mir persönlich in mir aufkommen, inwiefern die anderen taktiert haben, weil ich bin eigentlich ein Fahrer, der taktiert nie, weil nämlich das Problem ist bei mir, wenn ich taktiere und eine Passage ein bisschen lockerer fahre, dann weiß ich nicht, inwiefern ich beim Rennen da noch einmal rüberfahren kann. Das heißt, ich fahre einfach von oben bis unten Vollgas und ein bisschen so. Na, wie sagt man dazu, ein bisschen so taktieren, Psycho-Spiel hin im Ziel. Ja, da geht noch ein bisschen mehr, da geht noch ein bisschen mehr, zu den anderen sagen. Das ist schon drin. Ich muss schon sagen, ich habe recht gut geschlafen. Oder ich habe schlecht geschlafen vor dem ersten Training. Aber ich habe dann recht gut geschlafen bis zum Rennen. Und beim Rennen war es halt dann so, es war ein bisschen, ich war schon aufgeregt, weil ich doch gewusst habe, ich habe zwar Trainingsbestzeiten hinter mir und ich bin eigentlich da der klare Favorit. Und das hat man dann auch, glaube ich, gesehen, weil die Abfahrt selbst im oberen Teil war nicht gut und über einen Legjump drüber, da habe ich mir gedacht, so, jetzt muss ich noch einmal die Zähne anbeißen, mich einklemmen und Vollgas drüber fahren über die Schläge. Und dann im Ziel, im Prinzip, habe ich die Abfahrt im unteren Teil gewonnen. Ja. Was ist da so das Highlight in dieser Abfahrt? Das Highlight ist für mich sicherlich der Legjump. Wir haben dann nach dem Legjump habe ich 124 km/h also Geschwindigkeit gehabt und die Top-Geschwindigkeit war bei uns stehenden Herren 128 km/h. Das heißt, ich habe eigentlich nur 4 km/h weniger gehabt als der Top-Wert und das es ist schon interessant, weil dann fängt es ein bisschen zum Pfeifen an. Okay, also das merkt man, ab 120 fängt es einmal im Helm zum
Richtig zum Pfeifen. Gut. Aber wenn wir es der Reihe noch einmal durchgehen. Du warst ja bei den Winterspielen in Vancouver zum ersten Mal dabei. Hast dich da knapp qualifiziert. Du bist da gefahren in den technischen Disziplinen, also Slalom Riesentaler, super Kombi. Und dann hast du dich eigentlich spezialisiert seit den Spielen in Vancouver 4 Jahre speziell auf Abfahrt Super G. So, ich weiß, es hat viel Überzeugungskraft gebraucht bei deinen Eltern, dass sie die überhaupt in die schnellen Disziplinen fahren lassen. Aber wieso hast du dich da spezialisiert? Ja, es ist richtig. Also vor allem die Mama, die war da ein bisschen skeptisch, weil ich mir vor allem 2008 den Schienbein gebrochen habe und dadurch hat sie ein bisschen Angst gehabt, dass es da ähnlich ausgehen könnte, weil durch die höhere Geschwindigkeit natürlich die Gefahr viel größer ist. Aber ich muss auch sagen, ich bereue natürlich die Entscheidung nicht, da mich mehr zu spezialisieren. Und ich bin in 2010 in Vancouver mein allererstes Abfahrtstraining in meinem Leben gefahren. Und das war für mich schon ein bisschen eine Herausforderung, weil einfach die Geschwindigkeit höher sind, die Tore kommen schneller, obwohl eigentlich der Torabstand größer ist. Und ja, spezialisiert habe ich mich deswegen, weil ich gesehen habe, dass es für meine Behinderung gut ist, wenn die Tore weit auseinander stehen. Dann habe ich mehr Zeit, mich zu lösen. Und ja, deswegen habe ich auch zum Beispiel den Slalom vernachlässigt. Und ja, Sie wissen wahrscheinlich, der Manfred Auer ist Ex-Athlet und er war 2010 in Vancouver noch aktiv, ist auch von den schnellen Disziplinen gekommen und jetzt ist er knapp 4 Jahre mein Trainer gewesen. Und ja, das glaube ich, das hat mir viel geholfen, weil einfach die Erfahrungswerte, wenn man selber Abfahrt gefahren ist, die sind einfach unbeschreiblich, weil ein Trainer, es ist schwer für einen Trainer, der noch nie mit 120 über Pisten runtergefahren ist, zu sagen, wie man da jetzt das Tor fahren soll. Ich glaube, es wird sich in Zukunft auch nicht ändern, oder hast du jetzt auch vor, nachdem du 2 Goldmedaillen hast in den Speed-Disziplinen, die dich jetzt in Zukunft verstärkt, vielleicht auf die technischen Disziplinen zu spezialisieren? Nein, das nicht, aber wie wir heuer schon gesehen haben, wir haben heuer extrem viel an der Technik gearbeitet und ich bin im Riesentorlauf auch stärker geworden. Und ja, und wenn man 3 starke Disziplinen hat, dann sollte man die 3, glaube ich, forcieren. Und die anderen 2 eben Superkombi und Slalom. Ja, ich meine, heuer habe ich 5 Slalom-Trainingstag gehabt und 2 Slalom-Rennen, also es ist wirklich nicht mehr Fokusdisziplin gewesen. Und ich bin, glaube ich, mit 2 goldenen Medaillen momentan echt ja, unbeschreiblich. Also ich glaube, da Hülle an die Bäume gesehen haben. Gut. Markus, du hast ja sehr schön angesprochen. 2008 im Europacup war ein schwerer Sturz im Kühlteil, Schienbein gebrochen. War da die Überlegung einmal da mit 16, 17 Jahren, wie du da warst, den Skirennsport überhaupt an den Nagel zu hängen? Nachdem das nicht die erste große Operation war, sage ich jetzt einmal, weil jede Goldmedaille hat da seine Schattenseiten, sage ich jetzt einmal. Nicht nur aufgrund der Verletzung, aber du bist ja von klein auf vom Kind schon viel im Krankenhaus gewesen, viel operiert worden, Bein verlängert worden, Achsen verändert worden. Also du kennst da nicht nur die Sonnenseiten des Lebens, sondern auch die Schattenseiten. Deswegen war mal der Gedanke da, dass du das jetzt an den Nagel hängst? Der Gedanke war eigentlich bei mir nicht da. Ja, es ist richtig, Mandy. Dadurch, dass ich mehr Behinderung von Geburt an habe, hat sich da eben der Fuß nicht so entwickelt, wie es eigentlich gewünscht gewesen wäre. Und sie haben mir eben einen Muskel verlegt und den Knochen quasi durchgeschnitten und ausgedreht 2005. Und ja, ich meine, insgesamt habe ich jetzt schon ja, über 10 Wochen Krankenhauserfahrung. Also ich bin neu in dem Ablauf ein bisschen geschult sozusagen. Und 2008 dann beim Europacup im Kühlteil, bei sehr schweren Bedingungen eben ein Sturz, wo es mir den Unterschenkel ja, quasi abgedreht hat und das Schienbein gebrochen ist. Und die Überlegung war eigentlich von meiner Seite nicht aus da. Nur was mir halt stutzig gemacht worden ist, dass der Papa extra noch angereist ist. Und der Papa war auch mein Kindercoach und hat mich betreut bis 2000, im Prinzip bis 2008.
Und er ist dann extra gekommen und er hat mich, die erste Frage, was war nicht, wie geht's und so weiter, sondern ob ich jetzt aufhören möchte. Und ich habe mir eigentlich über das noch gar keine Gedanken gemacht. Und ich habe gesagt, ja, das ist halt ein gebrochener Fuß, der wächst wieder zusammen. Wir haben den auch genagelt, das heißt, ich habe einen Nagel reinbekommen und der ein Jahr drin geblieben ist, damit es gescheit hält. Und das war für mich kein Gedanke. Und schlussendlich bin ich dann 3 Monate, fast 4 Monate später wieder im März auf die Ski gestanden, habe ein paar Technikübungen gemacht, geschaut, dass der Fuß sich wieder an den Skischuh gewöhnt. Und das war eigentlich das Beste, was ich machen habe können. Und ja, also so ist es dann auch dahin gegangen. Es war ja im Prinzip kein Gedanke da. Stichwort Familie, Markus. Wie wichtig ist bei dir die Familie? Wie wichtig ist es, dass dein ganzer Fanclub, Familie, Sponsoren da vor Ort in Sochi waren, die es live miterleben haben können? Diese 2 Goldmedaillen. Und wenn ich das richtig sehe oder richtig beobachtet habe, der zweite Blick, nachdem du abschwingst, nachdem du die Platzierung bzw. Zeit abgelesen hast, geht sofort Richtung Papa. Wie wichtig ist die Familie für dich, dass sie da bei dir war? Ja, also Familie ist sehr wichtig. Wir sind eine Skifahrerfamilie. Papa ist Trainer am Nassfeld, also am Nassfeld in Kärnten. Und ich trainiere da ab und zu mal mit seinen Kindern, die er zu betreuen hat. Und dadurch, dass ich eben 2 Brüder habe, wollte ich sie dann immer nacheifern, ist dann irgendwie dann auch nicht mehr so gegangen, weil in den nicht behinderten Rennen ich natürlich mit meinem Handicap nur zwischen, ja, im hinteren Drittel platzierungstechnisch unterwegs war. Und ich habe so den Weg zum Behindertensport gefunden. Der Papa hat dann eben auch als Trainer bei den Behinderten quasi angefangen, im paralympischen Team, war auch 2006 in Turin aktiver Trainer. Und er hat mir einfach so viel erzählt und mitgegeben, dass es eigentlich vor 2006 schon mein Traum war, zu den Paralympics zu kommen. Und als wir dann 2006 signierte, starten wir von der damaligen Silbermedaillengewinnerin Sabine Gasteiger mitgebracht hat. Also das war für mich schon so, also sowas möchte ich schon gerne einmal miterleben. Und dass ich zwar 10 eben geschafft habe, das war sicherlich da so ein bisschen so ein Knackpunkterlebnis gewesen, 2006. Und 2010 war schon ein Fanclub mit, nämlich 11 Leute. Und die waren dann auch Wochen drüben und haben sich die Rennen eben angeschaut. Und ja, ich meine, das ist schon was anderes, wenn man dann nach dem Rennen als junger Sportler, 18-Jähriger, das erste große Ereignis, wir haben sonst nie Publikum, da haben wir 5.000, 6.000 Zuschauer auf der Tribüne gehabt. Und dann bin ich halt dann gleich mal danach, weil ein Medieninteresse war 2010 noch nicht so bei mir, bin ich auf die Tribüne, habe mit denen geredet, habe mich mit denen gefreut, weil sie sich gefreut haben, dass ich im Super-G 8er und in der Super-Kombi 9er gegangen bin. Und es ist schon eine Stärkung da gewesen. Und jetzt waren sie, ein kleiner Teil war in La Molina bei der Weltmeisterschaft im letzten Jahr 2013. Dort waren sie komplett schon aus dem Haus und ja, haben ein bisschen gefeiert. Und natürlich heuer, oder im Prinzip ja vor 4 Tagen, nach der Abfahrt, da war es komplett, also da sind sie, glaube ich, durchgedreht. Und noch ein Super-G war auch auf der Tribüne, nachdem die Flower-Zeremonie vorbei war. Und die erste Frage, was ich gestellt habe, bewusst ein bisschen provokant gestellt habe, war dem Vater halt, Papa, bist du zufrieden mit mir? Und der Papa hat gesagt, ja, das tust du ja nicht für mich, das tust du für dich. Und die haben dann gesagt, ja, aber du warst mein Trainer, du bist nicht immer mein Trainer, du hast recht viel zum Tun, weil das ganze Management-Technische, das macht nicht immer der Papa. Und ja, ich glaube, er ist hochzufrieden. Mehr kann ich nicht erreichen, 2 Starts, 2 Medaillen, dennoch in Gold. Und ich glaube, mittlerweile ist er schon abgereist nach Moskau und dann weiter. Ich glaube, er wird mit einem guten Gefühl von der Weg gekommen sein. Also ich habe da auch ein bisschen mitfeiern dürfen, auch mit dem Papa, und ich glaube schon, dass er jetzt zufrieden ist. Auch vielleicht einer deiner größten Kritiker? Mit Sicherheit, also ich glaube schon, weil nämlich
wenn wir so im Verein trainiert haben, er war sehr selten zufriedenzustellen, weil er Lust hat. Ja, man sieht natürlich zu den nicht behinderten Kindern, die fahren natürlich einen anderen Schwung und ich war immer ein bisschen Spätentwickler, habe später den Parallelschwung erst können und er war da sehr, sehr hart mit mir. Aber so ähnliches Duo wie bei Nichtbehinderten, der Ante Kostelic mit dem Ivo momentan. Der Papa war immer dabei und der Spitzname, ab und zu sage ich schon einmal Ante zu ihm, wenn er mal einen gemeinen Lauf setzt oder wenn er mal so alles akribisch genau haben will von mir, dann sage ich schon einmal Ante. Aber ich glaube, das versteht er und ich sage es ja mit der Lächeln. Markus, um unseren Zusehern vielleicht ein bisschen was zu erklären, wie schaut da deine Trainingsvorbereitung aus oder überhaupt dein Training? Wie oft trainierst du in der Woche? Wann beginnt das Training? Im Sommer schon? Oder wie schaut es bei dir aus? Also letztes Jahr habe ich mich ziemlich rangenommen, weil nach der Saison, die war aus Ende März, habe ich nur 2 Wochen Pause gemacht und dann bin ich sofort wieder aufs Bandrad gestiegen, um ein bisschen Cardio zu trainieren, Ausdauer zu trainieren. Und und neben Ausdauer ist eben Kraft ein ziemlich wichtiger Baustein meines Erfolgs, weil je stärker die schwache Seite bei mir ist, desto stärker bin ich im insgesamt. Und so habe ich mit meiner Trainerin vereinbart, dass wir probieren, am Plan ist es so gestanden, 12 Mal in der Woche in Kraft kommen oder am Rad zu sitzen. Das heißt, 2 Mal am Tag und 1 Tag frei, wöchentlich. Das ganze Programm 9 Wochen durchziehen, bevor es dann Überseetraining nach Chile gegangen ist. Ich habe es aber nur geschafft und so ehrlich muss ich sein, dass ich 9 Mal in der Woche das Training durchgezogen habe, im Durchschnitt, weil natürlich das Leben andere Facetten hat, außer trainieren. In Klagenfurt, wo ich wohne, da gibt es ein schönes Strandbad, weil wir einen großen See haben. Da bin ich halt dann immer nach dem Training, nach dem Radtraining abgestiegen, eingegangen, also ins Wasser gegangen, mich abgekühlt und dann am Nachmittag eben ins Fitnesscenter gegangen, um ein paar Übungen zu machen. Im Großen und Ganzen habe ich mich an den Trainingsplan gehalten. Das hat man gesehen, ich bin extrem stark geworden, was Beinkraft und Ausdauer betrifft. Und ja, anders hätte ich da die Abfahrt nicht überlebt, kraftmäßig. Weil es so anstrengend war, die unruhigen Stellen auszugleichen. Und ich muss schon sagen, auch im Ziel war mein Muskel komplett ausgepumpt. Und da danke meiner Konditrainerin, der Karin Dorr, sehr herzlich dafür, dass sie mich so hart drangenommen hat und einfach mich beißen hat lassen. Markus, du studierst ja nebenbei noch. Wie lässt sich das mit Training vereinbaren, beziehungsweise mit den ganzen Rennkalendern über den ganzen Winter? Wie lässt sich das? Also, ja, ich studiere Medien- und Kommunikationswissenschaft in Klagenfurt, bin im 6. Semester jetzt und bin in so einem System, das heißt Studium und Spitzensport. Und das heißt eben auch für mich, dass ich mit den Professoren reden kann und sagen kann, okay, jetzt bin ich da im Winter nicht viel da. Ich mache so eine Art Fernstudium, brauche bei den anwesenheitspflichtigen Pro-Seminare, Seminare oder Lehrveranstaltungen nicht anwesend sein. Dafür mache ich ein paar Seiten mehr Arbeit in der Abschlussarbeit. Und oder wenn eine Prüfung ist, habe ich die Berechtigung, alle Prüfungen mündlich zu machen. Was natürlich für mich von Vorteil ist, weil dann sage ich zum Professor, okay, ja, 2 Wochen. In 2 Wochen möchte ich die Prüfung machen, weil dann bin ich halt vorbereitet. Und nachdem sich die Professoren nach mir richten, ist es eigentlich nicht so schwer, positiv abzuschneiden, sagen wir mal so. Sehr gut. Markus, wie schaut dein weiterer Fahrplan aus hier in Sochi? Du trittest ja noch im Riesental auf am Samstag an. Wie schaut der Plan jetzt aus bis dahin? Ja genau, also Riesental auf am Samstag ist mein letzter Bewerb hier, weil ich Slalom und Superkombi auslasse. Ich habe jetzt 2 Tage gehabt, um die Medaillen sacken zu lassen. Ich werde sicherlich morgen oder ich glaube am Freitag die Riesentorlaufski anziehen und am Berg unterwegs sein. Und dann hoffe ich, dass ich fit bin. Und ich glaube, ich bin fit, weil ich bin ausgeruht als die anderen Konkurrenten, die
zwei Rennen noch zu bestreiten haben, dass ich fit bin, dann um Vollgas anzugreifen und mit zwei Superläufen ist natürlich alles möglich. Die Zielsetzung für den Riesentallauf, ist da wieder eine Goldmedaille im Visier? Oder? Gold wird schwer, aber eben mit zwei Superläufen dürfte eine Medaille drin sein. Es wird auf jeden Fall ein harter Kampf, weil im Riesentallauf der Favoritenkreis, was man über die Saison gesehen hat, sehr, sehr groß ist. Und ja, ein kleiner Fehler und du bist weg vom Fenster. Und ich hoffe denn doch, dass ich da auch überzeugen kann. Okay, Markus, wie gefallen dir so überhaupt diese Winterspiele hier in Sotschi? Hast du dir schon andere Bewerbe angeschaut oder wirst du das noch machen? Oder ist der Fokus nur auf deine Bewerbe? Ja, dadurch, dass ich sehr viel frei habe jetzt im Moment, habe ich mir über das Fernsehen Sledgehockey-Partien angeschaut und auch den Michael Kurz, unseren Langläufer, habe ich auch über den Fernsehen die Daumen gedrückt. Und ja, ich glaube nicht, dass ich jetzt großartig nach Sotschi fahren werde, runter in die Stadt, weil nämlich ja, das ein 2-Stunden-Trip ist hin und retour. Und ich bin lieber herum und ja, trinke ein Bier im Österreichhaus. Ja, ich meine, es ist schon, die Spiele sind cool, muss ich schon sagen. Es ist ein bisschen ein komisches Gefühl, wenn man vom Mountain Village abgeholt wird und dann runter zur Öffnungsfeier geführt wird. Und dann steigt man aus und ja, es sind zwar Winter-Paralympics, aber es sind doch Palmen am Strand und ja, ich meine, ein bisschen untypisch, bin mir fast da wie im Urlaub vorkommen, aber ja, sobald ich die Skischuhe anhabe und in die Skier stehe, hast du einfach gleich Vollgas, egal wo die Paralympics sind und ja, und das habe ich auch probiert zu machen. Apropos Eröffnungsfeier, es war eine ganz grandiose Show. Glaube ich. Wie hast du das empfunden als Athlet, der in die Mitte, in die Masse einmarschiert ist? Ja, also das ist grandios. Es ist einfach so ein Gefühl, ja, unser Trainer hat uns gefragt, ob wir überhaupt fahren wollen, ob wir alle die Batscher haben wollen oder die ganze. Du ja nächsten Tag im Fahrt gestartet bist. Aufgrund der Tatsache eben, dass wir nächsten Tag Rennen gehabt haben. Ja, ich habe natürlich gesagt, ich gehe auf alle Fälle runter, ich mache gleich die kurze Version. Weil wir dann so circa um 23 Uhr wieder im Mount Village waren. Aber 23 Uhr ist eigentlich die Zeit, wo ich immer schlafen gehe. Also von dem her hat sich vom Rhythmus auch nicht viel geändert. Und das ist schon ein cooles Gefühl, wenn man da in die Katakomben steht und wartet, bis es endlich losgeht mit dem Einzug. Und man hört um die Leute schon schreien und du weißt, im Prinzip, es sind 40.000 Zuschauer im Stadion und das ist ausverkauft und du kriegst die Stimmung da unten so mit. Das ist einfach ein Traum. Und dann, wie es dann losgegangen ist, ich bin in einer Reihe gegangen mit dem Martin Würz und mit dem Thomas Brocher, zwei meiner gleichaltrigen Kollegen und mit dem ich ja super verstehe. Und dann haben wir uns auch gegenseitig da gepusht, um rüber zu gehen. Und das ist einfach so ein Motivationsschub gewesen. Also ich kriege jetzt noch die Gänsehaut, das ist ein Gänsehaut-Feeling. Unglaublich. Und vor allem der Unterschied zwischen Vancouver und Sochi war, dass wir einfach länger auf der Bühne waren, weil wir in Vancouver sind wir gerade drüber gegangen und in Sochi sind wir aber so Schlangenlinien gegangen. Und da hat man noch ein bisschen mehr aufsagen können, meiner Meinung nach. Und ja, und dann leider habe ich nur den ersten Part, quasi den ersten Show-Act anschauen können mit den Angeln. Aber ja, das ist halt das Sportlerleben. Und ja, ich meine, so, glaube ich, so eine goldene entschädigt für die versäumte komplette Öffnungsfeier. Markus, eine Frage hätte ich noch an dich. Du bist ja cooler Typ, abgeklärt. Das hat man gesehen jetzt halt bei den Bewerben, auch bei Siegerehrungen machen. Du hast immer gesprochen von Gänsehaut-Feeling, wie sie dir die Medaille umgehängt haben gehabt. Aber bei der Siegerehrung, ich glaube, ich traue mich auf meiner Kamera, kann ich da eine kleine Träne erkennen. Ist das jetzt ein... Also ich habe in der Mixed Zone hab ich ja gesagt, dass ich eigentlich ein harter Typ bin und dass ich Tränen eigentlich nicht so in die Augen habe. Und ich glaube, das waren die italienischen Kollegen, die mich darauf angesprochen haben. Aber nach dem Super-G
weil der war eigentlich, okay, in der Abfahrt hast du das Training. Da warst ja, da kannst du dann schon nach dem Training ausrechnen, ja, es sind zwar Bestzeiten da gewesen, wie wird jetzt das Rennen verlaufen? Ja, natürlich hofft man, dass man Gold hat. Und dann ist man auch mit der Erwartung am Start, dass man eben die Goldmedaille macht. Im Super-G ist nur eine Besichtigung und dann das Rennen. Ich habe gewusst, dass ich stark drauf bin, ich habe gewusst, ich bin relaxed. Und dann fahre ich so einen Lauf, weil der Lauf ist mir nicht entgegengekommen, wie er so gewartet hat. Fahre ich so einen Lauf, der war einfach unglaublich. Schwinge ab, schaue auf die Zeittafel und dann, das ist mir im Prinzip bei der Siegerehrung in den Kopf gegangen. Und dann wohl habe ich schon wassrige Augen gekriegt, das muss man schon sagen. Das darf man so sagen, das darf man auch sagen. Also es war ein bewegendes Gefühl, wenn für die Hymne gespielt wird, aber auch das Ganze, wenn unten in der Masse der Fanclub, die Eltern, Familie und die Trainer stehen. Und das eigentlich ein Kindheitstraum war, so eine Goldmedaille, also es ist bewegend. Und ich hoffe, dass ich es da oben gut gesperrt habe. Ich hoffe, dass ich mich noch länger daran erinnern kann. Und wenn nicht, gibt es glaube ich auf YouTube das Video. Und das haben wir schon einmal angeschaut und da ist mir auch wieder die Gänsehaut gekommen, weil einfach da oben stehen ist ein Traum und den habe ich mir erfüllt. Ich glaube auch, dass ein Traum in Erfüllung gegangen ist für die zwei Goldmedaillen bis jetzt. Vielleicht kommt noch was dazu. Gut, dann sagen wir danke für das Interview mit dir und dass du uns ein bisschen Einblick gegeben hast in dein Gefühlsleben, wie es da dann wirklich ausschaut. Sehr gerne. Danke für das.